Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Es ist eine altehrwürdige Tradition in Deutschland und ein heiß begehrtes Amt. Einmal im Jahr werden überall in der gesamten Bundesrepublik Schützenkönige gekrönt. Genauer gesagt, es ist ein ganzes Gehöft. König und Königin, zwei Ritter, zwei Hofdamen und zwei Prinzen. Es geht um das Geschlecht, die Altersklasse und die Treffsicherheit. Am 10. und 11. Mai haben die besten Schützen des Kreisschützenbundes Ludwigslust-Parchim ihr Können beim Kreiskönigsschießen unter Beweis gestellt. Das Königsschießen ist ein Traditionsschießen. Seit Jahrhunderten im Schützenwesen wird einmal im Jahr der Schützenkönig ausgeschossen. Wir sind der Kreisschützenbund. Zu uns gehören 37 Vereine aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin. Und jeder Verein ermittelt einmal im Jahr seinen Schützenkönig bzw. die Schützenkönigin und bei der Jugend den Jugendschützenkönig oder die Jugendschützenkönigin. Die Wettkampfregeln sind streng. Startberechtigt sind die vier Kreiskönige des Vorjahres sowie drei Starter in jeder Wertungsklasse aus den Mitgliedsvereinen des Kreisschützenbundes. Diese müssen sich vorher bei einem Vereinswettkampf qualifiziert haben. Es werden 20 Schuss abgegeben. Die Erwachsenen schießen mit dem KK-Gewehr, Kleinkalibergewehr, auf 50 Metern und die Jugendlichen bis 20 Jahre schießen mit dem Luftgewehr auf 10 Meter. Ein Probeschießen wie bei sonstigen Turnieren gibt es nicht. Wer die Schützenkrone tragen will, muss also auf Knopfdruck abliefern können. Und auch die Ermittlung von treffsicheren Majestäten ist ebenso keine einfache Sache. Der Gewinner wird über eine sogenannte Teilerwertung ermittelt. Eine Schusslochmaschine wertet die Schüsse aus. Es wird der beste Schuss ermittelt von den 20 Schuss und dort erfolgt eine Teilerwertung. Teilerwertung bedeutet, dass im Tausendstel gemessen die Entfernung zur Schusslochmitte den sogenannten Teiler hergibt und dann wissen wir, wer die beste 10 geschossen hat und das sind dann die Könige in den jeweiligen Klassen. Also aufgepasst, die Proklamation, sprich Siegerehrung, der diesjährigen Schützenkönige erfolgt im Rahmen des Kreisschützenfestes am Sonntag, dem 19. Mai, beim Stadtfest in Parchim. Der Beginn der feierlichen Zeremonie ist für 13 Uhr geplant. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.